Kunstfotografie um 1900 ist diese Ausstellung betitelt. Eine Ausstellung, die sich einem bestimmten Kapitel der Fotografiegeschichte widmet. Und zwar der Zeit etwa so zwischen 1880 und 1912, also vor dem Ersten Weltkrieg, in der bestimmte Verfahren entwickelt wurden, wo es den Fotografen möglich waren, Bilder zu schaffen, Fotografien zu schaffen, die anders als vor dem besondere Nuancen, besondere Feinheiten, besondere Stimmungen, besondere Lichtschattenwirkungen eben erzielen könnten. Und zwar waren das Verfahren, die vor allen Dingen auf Edeldruckbasis stattfanden. Es wurden verschiedene Edeldruckverfahren entwickelt, wie Gummidruck, Öldruck, Platindruck, Silbergelatinedruck und so weiter, die einerseits die Haltbarkeit der Fotografien förderten, aber andererseits es eben den Fotografen möglich machten, ja, sich von der zuvorgehenden Berufsfotografie abzugrenzen und Produkte zu erstellen, Fotografien zu erstellen, die doch den malerischen Prinzipien der Zeit sehr nahe kamen. Und das wird man in dieser Ausstellung auch feststellen. Es gibt sowohl thematisch als auch von der Wirkungsweise Fotografien, wo man unweigerlich an bedeutende Fotografen wie Van Gogh, Liebermann, Monet, Manet, Leibel erinnert wird. Ja, und das war auch die Direktive der Fotografen, möglichst den malerischen Prinzipien nahe zu kommen. Und da bestand auch der Ehrgeiz drin. Und diese Sammlung wurde zusammengetragen von Fritz Matthies Masuren, erst Maler gewesen, wie übrigens viele dieser Fotografen, die erst sich auf dem Gebiet der Malerei betätigt haben, dann zur Fotografie übergewechselt sind. Und Fritz Matthies Masuren war gewissermaßen so ein Promoter dieser Entwicklung der Kunstfotografie, hat sehr viel auch publiziert, sehr viel geschrieben, hat Zeitschriften gegründet und redaktionell betreut zur Kunstfotografie. Und er hat, wie gesagt, diese Sammlung angelegt, gut 130 Werke von hervorragenden Fotografen dieser Epoche weltweit. Und ich würde sagen, diese Ausstellung ja repräsentiert beispielhaft diese Zeit der Kunstfotografie um 1900.